In diesem Video wollen wir jetzt einige Grundbegriffe der Stochastik wiederholen. Zum einen die Ergebnismenge Omega, also Großomega, wird hier auch öfters Ergebnisraum genannt. Das sind einfach alle möglichen Ergebnisse, die vorkommen können, zum Beispiel allgemein gesprochen Omega 1, Omega 2, Omega 3 bis Omega n. Ein Beispiel hierfür wäre doppelter Münzwurf. Also ich werfe eine Münze zweimal. Und hier kann ich jetzt unterscheiden, ob ich die Reihenfolge beachte oder nicht. Also ob ich sie quasi hintereinander werfe oder gleichzeitig. Wenn ich die Reihenfolge beachte, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Ich kann Kopf und Kopf werfen. Ich kann Kopf und Zahl, ich kann aber auch Zahl und Kopf oder Zahl und Zahl. Also als Ergebnisraum hier folgende Elemente. Wenn ich die Reihenfolge nicht beachte, kann ich Kopf und Kopf werfen. Kopf und Zahl ist hier das gleiche wie Zahl und Kopf, da mir die Reihenfolge egal ist. Und Zahl und Zahl. Das heißt, hier wären es drei Elemente. Der Begriff Ereignis ist auch noch sehr, sehr wichtig. Das ist eine Teilmenge der Ergebnismenge. Zum Beispiel jetzt bei einem Würfelwurf habe ich ja die Augenzahlen 1 bis 6. Das heißt, das hier ist auch mein Ergebnisraum, die Augenzahlen 1 bis 6. Wenn ich mir jetzt hier beispielhaft einige Ereignisse anschaue, zum Beispiel das Ereignis A, eine gerade Augenzahl, dann geht da ja nur 2, 4 und 6, also diese drei Augenzahlen. Bei Augenzahl größer 4 geht 1, 2, 3, 4 nicht, also 5 und 6. Bei Augenzahl gleich 5 geht nur eine Augenzahl, nämlich die 5. Und wenn nur ein einziges Ergebnis in meinem Ereignis drin ist, nennt man das Elementarereignis. Die Augenzahl kleiner 10, das wären alle Zahlen, alle Augenzahlen, weil jede Augenzahl kleiner als 10 ist. Das wäre ein sicheres Ereignis. Hier ist die gesamte Ergebnismenge drin. Beim Ereignis E, Augenzahl größer 6, habe ich gar kein Ergebnis mehr drin. Das heißt, das wäre ein unmögliches Ereignis. Zu guter Letzt noch A quer, eine ungerade Augenzahl. Das ist das Gegenereignis vom Ereignis A. Und das wären 1, 3, 5. Also der Querpfeil, also der Querstrich drüber, heißt Gegenereignis. Zu guter Letzt noch ein Begriff, Laplace-Experiment. Das ist ein Zufallsexperiment, bei dem alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Zum Beispiel ein Würfelwurf. Und hier gilt immer, ich kann eine Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis ausrechnen, indem ich die Anzahl der günstigen Ergebnisse durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse teile. Nun, was heißt das? Wenn wir unser Beispiel vorhin uns anschauen, der Würfelwurf, Ereignis A war ja gerade Augenzahl haben wir 3 und die Ergebnismenge, die Mächtigkeit davon ist 6, also 3 durch 6, 1/2. Die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis B, also Augenzahl größer 4, ist dementsprechend 2 durch 6, also 1/3. Und die Wahrscheinlichkeit von A quer ist immer 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Das heißt, in diesem Fall 1 minus 1/2, also 1/2.